St. Wendel, die Sportstadt im Nordsaarland. Heimat vieler Sportarten. Aber wer nach der Königsklasse des St. Wendeler Sports fragt, hört seit diesem Jahr fast immer eine klare Antwort: Duathlon. Das heißt, 10 Kilometer laufen. 120 Kilometer Fahrrad fahren und dann wieder 20 Kilometer laufen. Quer durch die Stadt St. Wendel und dann raus ins St. Wendeler Land. Zum ersten Mal hatte Bürgermeister Peter Klär die Schweizer Powerman-Serie ins Saarland geholt und er ließ es sich nicht nehmen, auch gleich selbst zu starten. Er lief im Staffellauf über die Sprintdistanz, zusammen mit einem Fahrradpartner. Die waren ziemlich hart, also härter als der Halbmarathon, weil die Strecke absolut schwer war. Und es war richtig hart, die Strecke zu bestehen. Aber ich habe eine gute Vorlage gehabt durch den Michael. Das ist gut geklappt, wirklich, wirklich klasse. Und während die anderen Läufer noch über die Ziellinie liefen, konnte er schon an die Zukunft denken. Das ist eins unserer wichtigsten Formate im Sport und wir wollten das natürlich ausbauen, weil wir merken, das wird gut angenommen. Das ist eigentlich Triathlon ohne Wasser und die meisten scheitern ja am Wasser und wir machen Duathlon, Radfahren, Laufen kann eigentlich jeder. Wenn man das in der Verbindung macht, wird das eine ganz gute Sache und wenn das wirklich sich weiterentwickelt, machen wir nächstes Jahr nochmal einen und vielleicht dann öfter noch und dann kommen wir ganz oben hin in die Weltliga, das wäre ganz gut. Doch bevor die Vorbereitungen für die nächste Ausgabe starten konnten, mussten zuerst die Duathlon-Profis ran. Nach 150 schweißtreibenden Kilometern kam der Belgier Sepp Audin als Erstplatzierter ins Ziel. 5 Stunden 20 standen auf seiner Uhr. Bei den Frauen gewann die Bayerin Julia Viehlehner. Für die Strecke benötigte sie knapp 40 Minuten mehr. Besonders mitfiebern konnten die Zuschauer an der Strecke mit ihrem St. Wendeler Powerman, Sammy Schuh. Der wurde Erster in seiner Altersklasse. Und als erfahrener Läufer hatte er nichts an der Strecke auszusetzen. Ja, gab vielleicht noch kleine Kritikpunkte, aber im Großen und Ganzen top organisiert und mit großem Potenzial für die nächsten Jahre. Man darf also gespannt sein, was Organisatoren und Athleten in den nächsten Jahren aus dem St. Wendeler Duathlon machen. Die nächsten Ausgaben sind schon in der Planung.